Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen, tatsächlich sehr kurzen Video am Freitag. Leute, die mir auf Instagram, auf Snapchat, auf sämtlichen Social-Media-Plattformen folgen, wissen, die letzten Tage war es sehr ruhig. Ich habe nicht eine Story gepostet, denn ich bin zwischendurch mal krank geworden. Eigentlich werde ich gar nicht krank und deswegen ist dieses Video auch sehr, sehr, sehr knapp, weil ganz viele Projekte gleichzeitig passieren und dieser Ausfall, einfach irgendwo im Bett zu liegen, mich komplett runtergezogen hat. Aber ich habe jetzt ein Auto für euch, damit es nicht langweilig wird. Für den Algorithmus heute gibt es endlich ein Update. Ihr wolltet es sehen. So, angekommen an meiner Lieblingsstelle hier auf dem Gelände. Es sieht so ein bisschen dreckig aus, aber ich mag halt diesen industriellen Charme und ich stelle mich super gerne hierhin, auch wenn ich Autos verkaufe, fotografiere ich die mal hier, weil ich das mal total cool finde. Leute, der 5er BMW, genau. Ich habe ein Video hochgeladen zum Thema 5er BMW, Elektrofahrzeug, Hybridfahrzeug, macht es Sinn, im Einsatzfall macht es nicht Sinn und viele Leute haben kommentiert, es macht keinen Sinn. Es gab aber auch Leute, die sagen, voll Elektro, es gibt nichts Geileres, also die Meinungen sind da komplett gespalten. Ich kann euch sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, für den Cityverkehr komplett ausreichend, aber für eine Langstrecke noch nicht so ausgereift. Aber das ist auch nicht das Thema. Tatsächlich geht es heute mal ein bisschen um Blaulicht. Ich weiß, ihr habt auch in die Kommentare reingeschrieben, mach mal ein komplettes Video darüber, wie du das Ding ausbaust. Aber die Zeit war sehr knapp und wir dürfen aktuell ja auch noch nicht werkeln. Das heißt, wir müssen immer so ein bisschen hin und her fahren, da wo wir halt werkeln dürfen. Und demnach war das knapp, ein komplettes Video über den Ausbau zu machen. Aber so die wichtigsten Punkte möchte ich euch jetzt einfach mit auf den Weg geben, weil ich habe ja auch letztens schon wieder Ewigkeiten her, ein Video über den Camper hochgeladen. Da ging es um das Thema CAN-Bus. Und das ist bei diesem Ding ein großes Thema, wirklich. Nochmal die Facts zu dem Fahrzeug. 530e. Kein 3-Liter-Motor Diesel, keiner Benziner. Es ist ein 2-Liter-Motor verbaut plus einem zusätzlichen Aggregat für den Elektroantrieb. Heißt, von der Leistungsklasse 530 kommt man letztendlich dann mit dem Elektroantrieb auf diese 530er damalige Leistungsklasse. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Ich weiß nicht. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. Ich bin noch nicht ganz angekommen. So, Kiemen habe ich letztes Mal gesagt. Ihr habt mich 1000 Mal verbessert. Es sind die BMW-Nieren. Die sind noch schön getrennt. Finde ich auch ganz gut. Schwierigkeit bei dem Ausbau in dem Fall war, dass man nicht bedacht hat, zunächst im Hintergrund, dass diese Klappen sich öffnen. Das hat BMW zwar schon ziemlich lange, heißt im kalten Zustand sind die Klappen geschlossen, damit die Wärme im Motorraum bleibt. Wenn der Wagen warm wird, öffnet er hier die Klappen und unten die Klappen. Hier unten gibt es Klappen, die sind auch zu gerade. Kann man die sehen? Ja, doch, die kann man sehen. Ja, die sind geschlossen, heißt also auch bei der entsprechenden Temperatur öffnen sich die Klappen unten und auch oben. Ja, ihr habt schon gesehen, hier vorne sitzen die beiden Hörnchen, die beiden Lautsprecher. Ein bisschen tricky, man muss natürlich den passenden Abstand einbehalten, damit, wenn die Klappen sich öffnen, nicht vor dem Lautsprecher kloppen. Die haben wir also hier fixiert, zwei 624er Lautsprecher. Sondersignal sind tatsächlich sogar Originalbefestigungspunkte, wo BMW das vorsieht. Runde Frontblitzer gibt es, glaube ich, serienmäßig von BMW, habe ich jetzt gesehen. MTD in Hamburg hat so einen BMW. Fand ich jetzt nicht ganz so cool. Ich bin immer so ein Freund von einer Zentrierung, von so einer entsprechenden. Und die runden Blitzerchen sitzen original bei BMW hier in den Ecken. Und das hätte, weiß ich nicht, das sieht nicht aus. Ich habe mich tatsächlich für Hochformat Rauchglas Frontblitzer entschieden. Super geil. Ihr seht jetzt anhand der Perspektive, die fallen gar nicht so sehr auf. Also man hat das anfangs auch bei BMW gemacht, wo noch nicht diese Klappensteuerung da drin war, dass man die Blitzer im Hochformat aufgrund der Nieren so angeordnet hat. Und das sind jetzt echt neue Dinger. Accesstech müsste das sein. Die BST Fake Frontblitzer, beziehungsweise die sind genauso gut, nur im Hochformat. Horizontal, vertikal habe ich in meinem letzten Video drüber gesprochen. Gibt es definitiv Unterschiede. Das sind jetzt die vertikalen Blitzer. Die blitzen aber trotzdem in horizontaler Version. Hätte ich jetzt die horizontalen Blitzer, die man so anschraubt, so verschraubt, hätte ich jetzt vertikales Licht. Bisschen komplizierter. Lichtverteilung können wir aber mal direkt gucken, wie das aussieht. Ich finde das super geil, ne? Ich rauche mir jetzt eine. Ach nee, ich mache das Blaulicht an. Boah, schön, ey. Schaut es euch an. Ist das geil? Ich finde das super geil, ne? Ich finde das so richtig geil. Das ist echt schön. Aber die Nieren haben halt auch keine komplette gerade Kante. Heißt, die sind nicht vertikal, sondern die gehen so ein bisschen in das Horizontale. Ich habe es heute mit meinem Horizontalen und Vertikalen. Aber das finde ich sehr cool, zumal die ja eine ordentliche Lichtleistung haben. Die sind amtlich und das sieht halt auch, wie ich finde, jetzt besser aus als diese komischen Punkte. Ich finde das geil. Ich finde das unfassbar gut. So viel zum Thema Frontpaket. Genau, das wäre so der Running Gag noch gewesen, den ich noch anfügen wollte. Hätten wir diese Blitzer jetzt also hier weiter verschraubt, was optisch vielleicht sogar noch besser ausgesehen hätte, dann wäre im warmen Zustand der Blitzer einfach nach hinten geklappt und die Frontblitzer wären weg gewesen. Also von daher finde ich gut. Geht auch direkt weiter. Den Balken habt ihr schon mal gesehen. Es ist ein Standby W3 Balken. Aerodynamisch gesehen, ja, ich weiß nicht, kann man das darstellen? Schwierig. Haben wir hier
eine wundervolle Kante, die ist nach hinten durchgezogen und hier geht die von unten auch hoch. Das ist echt ein amtlicher Balken, das muss man sagen. Die Polizei in NRW, bei uns, ich weiß nicht, wie das bei euch in den Bundesländern ist, fahren auch diesen W3, ich glaube mit klaren Hauben inzwischen, mit einer anderen Konfigurierung. Also ich habe ja die Möglichkeit, hier zum Beispiel jetzt noch Arbeitsscheinwerfer zu integrieren. Wenn ich jetzt eine Einsatzleitung hätte, könnte ich andere Module nehmen, dass die rot blitzen. In dem Fall haben wir Duo-Module, seht ihr gleich, die jetzt einfach als Zusatzblitzer fungieren. Die haben keine Fernlichtoptik drin, heißt nicht weitreichend, sondern einfach Zusatzblitzer vorne und hinten. Da kann ich ein Heckwarnsystem integrieren. Also ich kann ja alles machen, was das Herz begehrt. Und wenn ich jetzt den Blinker einschalte, es hat so lange gedauert, macht das Warnblinklicht an, ist Priorität Nummer 1 der Blinker. Genau. Die sind gerade so ein bisschen, die wirken so ein bisschen dunkel, die Blinkerchen, finde ich. Aber es ist so, wie es ist. Genau, dann haben wir jetzt Priorität Blinker. Auch im hinteren Bereich. Also Duo-Module drin, gelb, blau. Priorität ist jetzt auch Blinker gesetzt. Wenn ich den Blinker jetzt wieder ausschalte, zack, springt er wieder um auf Blaulicht. Hier sind auch Arbeitsscheinwerfer integriert. Die gibt es standardmäßig immer in diesem Dachbalken drin. Bei dem alten Fahrzeug, dem Audi A4, hatten wir eine vorkonfigurierte Kiste. Da habe ich den Balken nur nachträglich montiert. Da gab es keine Funktionen der Tasten für den Arbeitsscheinwerfer. Hätte man aufwendig nachrüsten können, hatte aber keinen Sinn ergeben. In dem Fall jetzt ist das ja eine komplett andere Aufstellung, die wir hier zusammengestellt haben. In Anführungszeichen ist es eine Bastelkarre, weil wir Teile von dem A4 übernommen haben, gekoppelt haben mit neuen Bauteilen und somit ein komplettes Gesamtpaket haben. Ah, ihr habt das ja gerade schon gesehen, ne? Das ist schon geil, oder? Es ist ein Aschenbecher von Audi, den hat Hensch entwickelt, ein Aschenbecher-Bedienteil. In dem Fahrzeug macht es grundsätzlich jetzt nicht so den maximalen Sinn, weil dieses Bedienteil ist eigentlich gedacht für zivile Fahrzeuge oder halt auch da, wo der Platz ein bisschen eingeschränkt ist. Wir hätten die Option gehabt, hier hinten ein Bedienteil einzubauen, dann hätten wir aufwendig eine Blende fräsen können. Diese unfassbar tief sitzende CarPlay-Dose, was auch immer, würde auch wegfallen und somit habe ich mich halt einfach für dieses Becherbedienteil entschieden, was jetzt auch nicht schlecht ist, weil wir dadurch ganz andere Funktionen haben. Grundsätzlich haben wir Blaulicht, wir haben die Stadt-Land-Umschaltung, wir haben die Kompressor-Umschaltung und so weiter und so fort. Genau. Wir haben ein Rückwärtswarnsystem, was wir theoretisch noch installieren können in dem Dachbalken. Wir haben eine Einsatzleitungsfunktion. Wir haben Arbeitsscheinwerfer, die plötzlich funktionieren. Links, rechts, vorne noch nicht, weil vorne keine eingebaut sind. Und wir können noch über ein Relais den Funk hinten aufschalten. Da ist die Konfigurierung. Ich weiß gar nicht, wie heißt das Ding? Ist das eine BE308? Becherbedienteil BE heißt das Ding. Sind der Belegung keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt das Ding natürlich variabel anders einsetzen, aber in dem Fall war es ein Vorführer, was relativ schnell vom Blaulichtverkauf verfügbar war und somit habe ich mich dafür entschieden und finde das ganz gut, dass man hier auch die Option offen hält, weil man noch nicht weiß, wollen wir nochmal Funk verbauen, wollen wir das nochmal haben, wollen wir das nochmal haben und somit haben wir jetzt ein Bedienteil, was alles kann, über kann und letztendlich dann variabel noch ausgebaut werden kann oder verändert werden kann. Ansonsten sind die Tasten jetzt erstmal tot. Aber das Thema kann, ist wirklich das Wichtigste. Da geht eine ganz kleine, dünne, popelige Leitung mit Plus und Minus, kann, Low, rein. Und das Stück hier kommuniziert jetzt mit dem kann im Kofferraum. Der Kofferraum, den muss ich nochmal aussaugen, aber ist auch nicht schlimm. Heckblitzerchen haben wir übrigens nicht hier verbaut. Aber dafür die Zentralelektronik. Düm, düm. Das sieht ein bisschen wie wahr aus, tatsächlich. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Mit dem ganzen Kabelgedöns, was hier so rumliegt, warum ist der Stecker noch nicht drin? Das müssen wir direkt mal einstecken hier. Ein kleiner Sicherungsblock mit den einzelnen Funktionen. Verstärkerblock, Blaulichtbalken, Zündungsplus, TomTom-Navigation, ein ganz spezielles kleines Bauteil. Dann haben wir nochmal die Frontblitzer abgesichert und ich weiß es gerade nicht. Irgendwas anderes ist auch noch da drauf. Ich suche gerade die passenden Worte dafür. Um euch das jetzt super simpel zu erklären, wie das hier alles funktioniert. Das eigentliche Herzstück ist der 624er Verstärker. Da steht es drauf, kann 447 Version 2. Das Teil braucht nicht mehr viel, tausende von Kabel. Ihr seht, da geht ein ganz kleines, dünnes, popliges Ding rein. Gut, hier gehen die Lautsprecher nochmal drüber und die Stromversorgung. Plus, minus, kann low, kann high. Ihr habt es am Bedienteil gesehen. Dieser kleine Kabelsatz, der muss letztendlich nur noch durchs Fahrzeug. Und das ist einfacher, wie einen dicken, fetten Kabelstrang durch die ganze Kiste zu ziehen. Gerade bei so neuen Fahrzeugen, weil die halt komplett verbaut sind. Und in dem Fall ist es eine unfassbare Erleichterung. Und ihr habt viel mehr Möglichkeiten gegenüber dem Vorgänger analog Ansteuerungen
den Vorgänger-Analog-Ansteuerungen, genau. Der Verstärkerblock kann jetzt aber auch nicht die Frontblitzer schalten. Also der hat einen Leistungsausgang, einen Schaltkontakt, da muss nochmal ein Relais zwischen, das habe ich hier unten eben kurz zwischengebaut. Das ist so ein bisschen der Nachteil, da ist heller ein bisschen besser dabei, dass die schon direkt Relais schalten können. In dem Fall ist es immer ein bisschen aufwendiger, aber letztendlich geht es nur noch um das Ding hier. Also alles Vor- und Nachteile in dem Fall, genau, habe ich jetzt extra noch nicht festgeschraubt, weil ich euch das mal zeigen wollte, was das hier ist. Früher brauchtet ihr immer ein Plus-, immer ein Minus-Signal. Irgendwann wurde der Kabelstrang immer dicker und dann kam irgendjemand auf die Idee, ein CAN-System zu entwickeln. Ich meine, ich glaube, das gibt es tatsächlich schon ein bisschen länger, aber die CAN-Konnektivität heißt, ihr habt zwei ganz dünne kleine, kann ich das noch zeigen? Ja, hier so was zum, nee, das ist jetzt die Masse, aber da sind so zwei kleine Leitungen. Die sind nicht sehr dick, da fließt nicht sehr viel Strom drüber, aber es ist eine Datenleitung. Das heißt, die sendet und empfängt die ganze Zeit Daten und verarbeitet die. Dieser Vorteil dieser CAN-Bus-Technik ist unfassbar geil. Man kann, beziehungsweise eigentlich kenne ich nur ein Unternehmen, die richtig was können mit CAN, aus diesem CAN-Bus alles Erdenkliche an Informationen abgreifen. Wenn ich überlege, so meine ersten Ausbauten früher waren, oh, ich brauche jetzt Zündungsplus. Dann musst du irgendwo hingehen und musst dir Zündungsplus aus dem Auto holen. Dann ist der Zündungsplus auf der linken Seite vorne im Fußraum. Auf der rechten Seite hast du Dauerplus und du hast halt zigtausend Kabel irgendwo hingelegt. Und in dem Fall hier hat man einfach den Vorteil, dass die ganzen Daten direkt abgegriffen werden können über den CAN-Bus. Heißt, Steuergerät zu Steuergerät kommuniziert. Du drückst ja quasi oder du drehst das Zündschloss um vorne. Dann weiß das Steuergerät ja jetzt, okay, der hat jetzt die Zündung angemacht. Und somit werden die Daten durch das ganze Auto geschickt. Yo, hallo, der hat jetzt die Zündung angemacht. Und dann greifst du einfach irgendwo diese beiden Leitungen ab und kannst beliebig an einer Stelle, wo du Bock hast, diese Daten weiterverarbeiten. Und das macht halt dieses kleine Ding, was hier noch drin liegt und ich noch nicht verschraubt habe. Es ist ein CAN-In-Out-Modul und die haben mir tatsächlich den Arsch gerettet. Weil beispielsweise neue Fahrzeuge, bei dem 5er BMW hier, gibt es kein Plus-Minus, Blinkersignal links, Blinkersignal rechts, Rückfahrsignal, es ist halt einfach nur noch CAN-Low, CAN-High plus minus. So ein CAN-Low, CAN-High plus minus, da kriege ich nichts raus, da kann ich jetzt nichts mit anfangen und der Kunde hat sich unbedingt gewünscht, dass da ein Blinker oben drauf kommt. Und jetzt habe ich überlegt, was ist die richtige Lösung, um das zu machen? Diese kleine Box hier. Und tatsächlich ist es jetzt nicht nur für Einsatzfahrzeuge, das könnt ihr überall einsetzen, gerade auch im Campingbereich, wenn ihr sagt, ich baue jetzt gerade ein Auto aus und muss irgendwelche Signale haben. Ich mache wirklich nicht oft Werbung für Produkte. Aber wenn ich Werbung mache, mache ich Werbung für Produkte, wo ich dahinter stehe. Und ich habe hier zufälligerweise gerade meinen Laptop dabei und zeige euch jetzt, was da los ist. Wenn ihr jetzt gerade einen Camper ausbaut und sagt, ich hätte gerne, zum Beispiel, wenn ich rückwärts fahre, dann nehmt ihr, ich weiß jetzt gerade nicht, wo es ist, das sind Türkontakte, Rückfahrlicht, Rückwärtsgang, R-Stellung. Ich glaube, das ist die R-Stellung, die P-Stellung. Die R-Stellung ist der Rückwärtsgang, das heißt, der schickt euch dann letztendlich was raus, was ihr haben wollt. Wenn ich jetzt auf der Autobahn unterwegs bin und Fernlicht anmache, hole ich mir das Signal vom Fernlicht und schalte somit mein Dachfernlicht, meine Leitbar mit an. Und alles, was rot ist, ist jetzt nicht dabei. Türkontakt links hinten gibt es nicht, Türkontakt Motorhaube, Nebelscheinwerfer auch nicht. Aber Zentralverriegelungen, Schlüssel steckt und so weiter, Abblendlicht. Ihr schaltet das Abblendlicht ein und wollt noch zusätzliche Konturbeleuchtung an eurem LKW, Sprinter, was auch immer installieren. Ich habe kein Internet. Ohne Internet geht's gerade nicht. Aber ihr habt den Sinn dahinter verstanden, hoffe ich. Ich werde im Detail, ich werde nochmal zu Innomatic, die das Ding entwickelt haben, fahren und wir werden mal zusammen ein Video machen, was alles so möglich ist und gerade, glaube ich, auch im Camper hat euch interessiert, wie funktioniert die ganze Ansteuerung. Dieses kleine Bauteil, Leute, rettet euch den Hintern, gerade auch dann, wenn ihr sagt, ich habe ein relativ modernes Fahrzeug, was ich ausbauen möchte. Bei den alten Dingern ist das kein Problem. Sprinter war jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Da kriegt ihr relativ viele Signale noch analog. Aber bei so modernen Dingern wie hier, ihr wollt irgendwas nachrüsten. Viele Leute fahren auch meinetwegen normalen Kombi, einen Golf 6, Golf 7 Kombi und ihr wollt vielleicht eine Leitbar nachinstallieren, wisst aber nicht, wie ihr das abgreifen sollt. Dann wäre diese CAN-Lösung genau die richtige in Kombination mit einem Relais und dann funktioniert das. Genau, das ist es. Das wundervolle Einsatzfahrzeug. Leider nicht so krass im Detail gezeigt, aber dafür jetzt mal ein kleines, aber feines Update am Freitag. Wahrscheinlich sind auch super viele Leute gerade in den Ferien und deswegen ist das, glaube ich, ganz richtig, damit ich genau die richtige Zielgruppe heute erreiche bei diesem Fahrzeug. Was kostet so ein Ausbau? Das ist schwer zu kalkulieren. So ein Becherbedienteil ist relativ teuer. Ich glaube, das kostet 500-600 €. Der Kabelstrang muss natürlich neu und hinten habt ihr gesehen, ist glaube ich das günstigste in dem Kofferraum, die CAN-In-Out-Box. Also ich kann euch das wirklich empfehlen, wenn ihr da Interesse dran habt, schaut gerne in die Videobeschreibung, da habe ich alles reingepackt. Das ist wirklich die Lösung überhaupt, wenn ihr
so wie in dem Fall, keine Möglichkeiten mehr habt, ein klassisches Signal für Klemme 15 und so weiter abzugreifen. Wir haben die Blinker jetzt darüber abgegriffen. Klemme 15 habe ich glücklicherweise noch gefunden. Aber die Blinkerlösung hätte ich sonst tatsächlich nicht hingekriegt. Es gibt ja von Hensch so eine Lösung. Da könnt ihr, ist ähnlich aufgebaut wie das Ding, eine In-Out-Analog-Digital-Box. Dann könnt ihr quasi ein analoges Blinkersignal in das CAN 447 von diesem Blaulichtsystem integrieren. Aber wir haben hier auch kein analoges Blinkersignal großartig mehr, weil alles nur noch digital connected ist. Genau. Ja, das war's, würde ich sagen. Ich bringe das Auto jetzt schön zum Kunden, der freut sich. Ein nagelneues Auto, hat jetzt, keine Ahnung, 600 Kilometer gelaufen. Blaulicht ist drauf, fährt jetzt anderthalb, zwei Jahre und dann wird er wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wieder ausgemustert werden. Und vielleicht landet er ja dann wieder hier und ich fahre dann in zwei Jahren einen 5er BMW. Das wäre ziemlich cool. Genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich muss das Video an dieser Stelle beenden, weil ich jetzt versuche, noch schnell für euch zu schneiden und ihr ein kleines Video am Freitag habt. Nächste Woche möchte ich gerne mal wieder ein bisschen Lost Place machen, aber ich würde, glaube ich, jetzt am Wochenende mich auch einfach mal in den Camper setzen und wegfahren, weil es war halt einfach so stressig, so krass die letzte Zeit. Und da werde ich sicherlich das ein oder andere mal produzieren. Ich hätte zum Beispiel auch über Osram super gerne neue Produkte vorgestellt in einer der nächsten Videos, weil die mich eingeladen haben zu einer ziemlich coolen Veranstaltung, aber leider ist es zeitlich nicht hingehauen hat, weil halt diese Woche echt nicht cool war. Ihr seht, die Augenringe werden größer. Ich muss mir mal so ein bisschen Gurken da drauf legen oder einfach mal ein bisschen weniger machen. Nur bin ich immer überall und nirgendwo. Genau, auf dieser Seite, wie gesagt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren, auf der anderen Seite könnt ihr ein Video schauen, was euch vorgeschlagen wird. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt, dass es auch im Dunkeln oder ein bisschen blauig geht. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch noch interessiert und dann gucken wir mal, was wir noch so machen.